So, herzlich willkommen bei mir zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Ed Mahoney und zwar um das Legal Folder 42a. Das ist das Arthur Brehm Design. Ja, spannt euch nicht lange auf die Folter. So sieht das Messer geöffnet aus. Schöne Längssatinierung haben wir hier auf der Klinge. Wir haben hier einen Nagelhau mit auf der Klinge. Der lässt sich gut bedienen. Der sitzt an keiner schlechten Stelle. Könnte von meiner Seite aus ein bisschen weiter vorne sitzen. Dann könnte ich besser im Pinchgrip arbeiten. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, dass der hier sitzt. Wie gesagt, ein Stück weiter vorne wäre optimal. Ja, hier ist das Logo. Das hat man schön eingearbeitet auf der Klinge, so dass man das im geschlossenen Zustand auch noch wunderbar erkennen kann. Keine Klauskante, allerdings hier ein leichter Überstand der Klinge. Ja, für die, die es optisch makellos mögen. Ja, zurück zur Klinge. Wir haben hier diese satinierte Klinge. Es handelt sich hier um einen Hohlschliff. Der läuft auch sehr, sehr fein aus. Ich habe 0,5 gemessen. Das können wir nochmal zusammen nachvollziehen. Und zwar mit der Bügelmessschraube. Ja, hier bin ich genau drin. Und das sind ziemlich genau 0,5. Das habe ich vorhin schon ermittelt. Wollte es euch nur nochmal zeigen. Ja, egal an welcher Stelle man misst hier bei der Bügelmessschraube, das sind 0,5 Millimeter und damit ist das ein sehr, sehr schneidfreudiges Werkzeug. Ich selber habe damit noch nicht gearbeitet, ich habe das erst seit gestern, habe es nur ein bisschen bespielt, aber habe noch nichts damit geschnitten. Wir können ja auch gleich nochmal gucken, wie es von der Schärfe her out of the box kommt. Genau, also Hohlschliff, sehr, sehr feine Schneidkante. Ich vermute, es wird teuflisch gut schneiden. Wir haben hier eine angedeutete falsche Schneide. Die ist nicht scharf. Hier vorne im letzten Bereich. Ja, kleines Designelement. Ich finde, es ist ganz gut gelungen. Auch mit dem Nagelhau auf der Rückseite. Sehr clean gehalten. Da ist nichts weiter drauf. Ja, wunderschön gelungen. Ja, und hier sieht man auch das Lichtspiel der Klinge mit dem Hohlschliff, mit der angedeuteten falsche Schneide und den Flachschliff hier oben. Wunderschön, wie das aussieht im Lichtspiel. Ja. Kommen wir weiter zum Griff. Wir haben hier ein Bobingo-Holz. Lässt sich schön anfassen. Es ist ziemlich glatt, also nicht so stark griffig, aber ich mag Holz, was sich auch noch nach Holz anfühlt. Also das ist schon schön, muss ich sagen, wie es sich in der Hand anfühlt. Hier ist die Achsschraube, damit kann man den Klingenstand etwas nachjustieren, hieß es. Ich habe das jetzt noch nicht probiert und bei mir steht die Klinge ganz leicht in diese Richtung. Aber auch wirklich nur ganz leicht. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwo schleifen würde, sondern das ist wirklich nur ganz leicht. Ja, man sieht es beim Zuklappen, da passiert nichts. Aber es ist eben so, müsste ich nochmal an der Schraube rumspielen, was, wenn ich sie jetzt anziehe und ein bisschen lockere, was dann passiert. Wie gesagt, ich habe seit gestern, es läuft noch relativ definiert. Ja, ich denke mal, wenn ich das jetzt ein bisschen ölen würde, weil das ist auch, man sieht es relativ trocken hier drin. Das läuft übrigens auf diesen Nylonwaschern hier oder ja, so ein Kunststoffwascher. Ich habe jetzt nicht geguckt genau, was das ist, aber es wird so eine Art Nylon-Material sein. Aber es sieht sehr trocken aus, daher läuft es eben auch noch sehr definiert. Ist aber eben Zweihandmesser, von da ab muss das jetzt auch nicht flippen, das stört mich jetzt nicht, ich mag es eher definiert. Zurück zu Griff, wie gesagt, schön verarbeitet, hier auch die Kanten gebrochen innen, da kann man wirklich nichts sagen. Ja, das gehört für mich dazu, dass man sowas sauber verarbeitet, dass man keine Hotspots kriegt, gerade wenn man keinen Backspacer hat und man kräftiger zugreift, dass es eben hier schön sauber verarbeitet ist. Ja. Wie ich schon gesagt, kein Backspacer, das heißt auch reinigungstechnisch, man kann das Wasser durchlaufen lassen, die Bürste durchschieben und so weiter. Ohne Backspacer bekommt man die Messer immer super gereinigt. Dadurch ist natürlich prädestiniert für ein Arbeitsmesser, kann natürlich auch ein EDC-Messer sein.
weil Fussel eben auch durchfallen, wenn ich es mal so sagen darf, ja, oder schnell rauszupusten sind, wenn man es eben längere Zeit in der Hose hatte. Ja, die Griffform, da ist nichts großartig konturiert. Das sind zwei plane Holzplatten, die man auf diese Liner hier verschraubt hat. Dadurch ist das Griffgefühl, ja, so für dauerhafte Arbeiten geht's schon, aber wie gesagt, es ist jetzt nichts Konturiertes, wie ihr es von einem Opinel kennt. Aber trotzdem fühlt sich's, wie gesagt, gut an und es ist sehr gut verarbeitet mit den Kanten hier. Da ist alles schön sauber rund geschliffen. Das heißt, da kann man auch längere Arbeiten mitmachen. Der Clip hier, der stört auch wenig. Ja, der fällt ganz wenig auf. Das Messer lässt sich tipp abtragen. Ja, Clip lässt sich nicht umsetzen. Ist trotzdem Deep Carry. Sehr schön gemacht, finde ich, mit den Löchern. Hat auch eine sehr angenehme Spannung, muss ich sagen. Das ist genau, wie man es eigentlich braucht. Ein bisschen strammer hier bei dem Holz, da das ja ziemlich glatt hier ist und nicht, dass es von alleine rausläuft. Da mag ich es lieber ein bisschen strammer und es gleitet ja ganz gut rein. Wenn man jetzt so ein aggressives G10 hätte, ein strukturiertes, dann mag ich das, wenn der Clip nicht so stramm ist, sonst zerreißt einen die Hose. Das muss auch nicht sein. Also Deep Carry, wirklich gut gemacht. Ja, der Klingenstahl, das ist jetzt hier ein 440C. Ich glaube, es gibt es auch nur als 440C. Das ist ein Rostträgerstahl, allerdings auch nicht zu rostträger. Auch ich habe den mal nach dem Abwaschen einfach so abtrocknen lassen, ohne ihn abzutrocknen. Und auch dort hat mir mein 440C Punkte bekommen, ging dann relativ zügig wieder weg. Von da ab, er ist zwar rostträger, aber er verzeiht auch nicht alles. Dafür lässt er sich schön ausschleifen und er hält auch angenehm die Kante, muss ich sagen. 440C gehört definitiv zu einer meiner Stählen, wo ich sage, die taugen was, ja. Würde ich mir jederzeit kaufen, so ein Messer mit 440C Stahl. Und das habe ich auch hier jetzt in der Hand. Wie gesagt, das ist gelungen, das Messer. Wir können es nochmal durchmessen, damit ihr seht, wie EDC-freundlich das jetzt ist. Wir haben hier eine Klingenlänge von 8,5, 8,6, 8,7 Zentimeter. Und das ist auch annähernd effektiv scharf an der Stelle. Da kommen wir gleich nochmal zu. Die Gesamtlänge des Messers beträgt 19, ja, fast 20 Zentimeter, 19,8. Da haben wir hier mit Sicherheit. Und geschlossen, das ist ja für einige auch wichtig, geschlossen haben wir eine Maximallänge von 11,3 Zentimeter. Kommen wir nochmal zur Griffstärke und zur Klingenstärke. Griffstärke beträgt hier 14,5, haben wir nochmal. Und Klingenstärke haben wir hier 2,4, 2,5 ungefähr. Ja, läuft dann vorne feiner aus. Das heißt, wir haben hier ein etwas feineres Messer, nichts für harte Arbeiten, dennoch gut gemacht. Der Liner Lock, der stand am Anfang ein bisschen weit vorne und er hat nicht immer eingerastet. Also wir sehen auch, er steht hier weit, weit vorne im ersten Drittel quasi und hat eben nicht gut gegriffen. Das hat sich jetzt aber nach ein paar Mal öffnen, hat sich das eingespielt. Auch wenn ich das jetzt ganz langsam mal öffne, flutscht er trotzdem rein. Das war vorher eben nicht. Da war so ein bisschen sticky. Aber wie gesagt, so ein Messer muss ich auch einspielen. Die Achse braucht mal ein bisschen Öl, ja, deswegen. So, was haben wir hier bei dem ganzen Licht jetzt an Schatten? Ehrlich gesagt, ich habe bei dem Messer nicht viel gefunden. Wir liegen hier in der Preisklasse, ich glaube, bis 30 Euro. Und dafür ist das wirklich sensationell gelungen, dieses Messer. Ja, da kann man wirklich nichts sagen. Wir haben hier qualitätstechnisch, ist mir nichts aufgefallen. Das ist ein sehr gut verarbeitetes Messer. Wir haben eben den Klingenstand, der ist nicht ganz hundertprozentig mittig, aber ich habe mir auch nicht die Mühe gegeben, das jetzt nachzujustieren. Also bislang ist hier nicht besonders viel Schatten beim Licht. Gefällt mir sehr gut. Wer sich eben mit dem Design anfreunden kann und es ist eben auch dadurch, dass es eben nur zwei Griffschalen sind, auch sehr flach in der Hosentasche.
Wer sich mit dem Design hier anfreunden kann und sagen, das ist meins, der wird auch lange Freude haben. Ja, auch mit dem Mobingeholz gefällt mir sehr gut. Holz gefällt mir gut. Das ist warm. Holz finde ich sehr sozialverträglich. Das ganze Messer kommt sehr sozialverträglich daher. Das ist jetzt hier kein Messer für einen Banditen, sondern eher was für den Gentleman in der Tasche. Ja, bis hin zu dem, der gerne mal damit arbeitet. Und ich glaube, dafür ist es auch designt worden. Wir werden nochmal ein Stück Papier damit schneiden. Für mich ist das nie so kampfentscheidend. Ich schärfe ja unheimlich gern Messer, von da ist mir egal, ob es wie es jetzt out of the box kommt. Aber ja, wir kriegen Papier geschnitten. Das ist jetzt nicht super scharf. Also mit dem Telefonbuchpapier wird es sich jetzt etwas schwer tun. Ja, die Längsseite, die wird gar nicht gehen. Also es ist nicht Kohlstiel, typisch super scharf. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass das so ist. Ich schärfe, wie gesagt, gerne Messer. Und ich behaupte, das ist mit Abziehen ist das relativ schnell erledigt hier, dass das auch eine richtig gute Schärfe bekommt. Ja, ich kann jetzt nichts entdecken. Ja, doch, das huppelt ganz schön. Vielleicht brauchst wirklich einen Anschliff. Ja, das ist sehr uneben. Vielleicht brauchst du wirklich mal einen feineren Anschliff. Hier ist noch ein sehr grober Werksanschliff drauf. Aber wie gesagt, zum ersten Schneiden wird es genügen. Es wird auch für Lebensmittelzubereitung genügen. Wie gesagt, ich mag es eben, dass es eine offene Konstruktion ist, dass man eben hier alles mal schnell ausspülen kann, was sich an Dreck sammelt. Kein Backspacer, keine Spielereien, nur Standoffs. Wirklich toll gelungen. Steckt viel Energie und viel Liebe drin in diesem Design. Ich mag das. Design ist natürlich immer eine Geschmackssache an der Stelle. Trotzdem, ich mag es, weil es eben praktisch und ein gutes Design ist. Finde ich ein tolles gelungenes Messer und ein toller Preis. Ich kann es nur weiterempfehlen. Ja, das Edmahoni Legal 42A. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich ein neues Messer vorstelle oder anderes Gear. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.